Statt Gas mit Strom heizen. Vielleicht geht bald das Gas aus. Wer weiß das schon? Umso wichtiger, dass sich jeder Einzelne etwas um seine Autarkie kümmert. Und als Alternative zu den wassergeführten Wandheizungssystemen gibt es auch elektrische Wandheizungssysteme mit allen Vorteilen, positives Raumklima etc. und perfekt kombinierbar mit Photovoltaikanlagen. Extrem leicht nachzurüsten. Wenn du alle Vorteile einer elektrischen Wandheizung erfahren möchtest, dann bleib jetzt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus und wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonniere gerne diesen Kanal. Was sind jetzt genau die Vorteile einer elektrischen Wandheizung? Punkt Nummer 1, man kann sie extrem schnell nachrüsten. Man hat keine Wasserleitungen, man braucht im Prinzip nur eine Stromleitung. Im besten Fall wird der Strom natürlich mit Photovoltaikanlagen erzeugt. Punkt Nummer 2, man kann die elektrische Lehmwandheizung auch an die Decke anbringen, aber auch an die Wand. Also man ist sehr flexibel in der Gestaltung. Man bekommt des Weiteren alle Vorteile einer normalen Lehmwandheizung, wie keine Konvektion, gesundes, positives Raumklima, das Bauteil atmet, es schützt das Mauerwerk, Schimmelvorbeugung etc. pp. All diese Vorteile haben wir schon dutzende Male erläutert. Damit möchte ich euch nicht langweilen. Wenn dich das interessiert, ich verlinke hier oben ein Video. Auch gibt es immer noch staatliche Förderungsprogramme, KfW-Förderungen, die man bekommen kann in Verbindung mit Photovoltaikanlagen und Flächenheizungen. Das ist natürlich auch sehr interessant. Da bitte drüber informieren, da kann man Geld sparen. Der einzige Nachteil einer elektrischen Wandheizung ist wohl, dass man damit nicht kühlen kann. Das geht natürlich nur bei den wassergeführten Systemen. Ja, wie sehen die elektrischen Klimaelemente denn aus? Im Prinzip von außen sehen sie genauso aus wie die wassergeführten. Es unterscheidet sich darin, dass bei den elektrischen eben unter der Lehmschicht ein dünnes Gitter ist, das sich eben erhitzt, und bei den wassergeführten ist klar, ist in der Lehmbauplatte ein Heizungsrohr versteckt. Wir finden elektrische Wandheizung auf jeden Fall ein geiles System und es gibt sie auch schon relativ lang, aber gerade jetzt in der Gaskrise ist das wahrscheinlich eine interessante Alternative, falls man gerade neu baut oder was nachrüsten möchte. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal. Wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder du mehr dazu erfahren möchtest, schreib es gerne in die Kommentare. Wir beantworten jede Frage, aber unabhängig davon weitere Videos hier und hier. Ich wünsche euch alles Gute, euer Lukas vom Naturbaustoffhaus. Ciao, ciao.